Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, ich schaue mal nach. Da ist sie schon und die kommt mir schon entgegen, die gute Belle, weil mit ihr müssen wir heute die nächste Quest machen. Weil das Biest haben wir ja zu Ende. Und ja, aktuell gibt es halt noch nichts Neues. Kann ich dir helfen? Ich habe dir eine spannende Geschichte über eine Schatzsuche zu erzählen, Gameplayerin. Hast du Zeit, sie zu hören? Eine Schatzsuche? Ja, natürlich. Nun, da du mir geholfen hast, meine Erinnerungen zurückzubekommen und mein Arbeitszimmer wieder einzurichten, habe ich mich weiter durch mein Tagebuch gelesen. Dadurch habe ich noch mehr Dinge über meine Vergangenheit im Tal entdeckt. Kurz bevor das Vergessen begann, war ich auf der Spur von etwas, das sich die Chroniken der Uralten nennt. Die Chroniken der Uralten? Was ist das? Ich denke, es könnte ein Buch sein. Aber etwas Seltsames ist passiert. Es gibt Teile meines Tagebuchs, in denen ich keinen Sinn erkennen kann. Die Buchstaben verschieben sich und schimmern. Ich habe mich gefragt, ob du einen Blick darauf werfen könntest. Es ist bei mir zu Hause. Ich werde es mir mal ansehen. Auf Wiedersehen! Nein, nix auf Wiedersehen. Du kommst jetzt mit. So, lass uns abhängen. So, damit du mir nicht wieder weglaufen kannst. Nee, wir sehen uns nicht. Kommst du jetzt mit? Belle? Sag mal, dein Ernst jetzt? Oh. Lass uns abhängen, habe ich gesagt. Und sie hat gesagt, sie wird sich freuen und dann kommt sie nicht mit. Hallo, Belle. Also, jetzt hört aber alles auf hier. Mann, 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 Mann. Zweimal habe ich gesagt, ich will mit ihr abhängen und sie kommt einfach nicht mit. Untersuche das Schloss. Die Bilder hier, sind die neu? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das haben wir ja neu gemacht. Ach, da ist das Tagebuch. Okay, da ist nochmal eine Seite. Die Chroniken der Uralten. Alle Punkte. Versteckt. Eine Insel entfernt. Ich hoffe, ich finde sie wieder. Was heißt das? kehr zu Belle zurück. Ja, normalerweise würde ich mich ja nur umdrehen müssen. Aber Belle möchte nicht, wollte ich gerade sagen. Und schon steht sie geisterhaft hinter mir. Konntest du dir einen Reim auf mein Tagebuch machen, Gameplayerin? Das war eine Seite aus dem Tagebuch der Herrscherin. Die Chroniken der Uralten befinden sich auf einer Insel außerhalb des Tals. Es ist nicht im Dreamlight Valley. Oh nein, das bedeutet, dass es für uns verloren ist. Ich habe Ariel auf einer Insel abseits des Tals gefunden. Sie hat dort eine Menge mysteriöser Artefakte unten im Wasser gefunden. Vielleicht kann sie uns helfen. Ich bin sicher, dass wir es finden. Ich hoffe, du hast recht. Ich würde dieses Rätsel wirklich gerne lösen. Ich werde Ariel fragen, ob sie jemals so etwas wie die Chroniken der Uralten auf ihrer Insel gefunden hat. Au revoir! Nix au revoir. Und wo ist jetzt Ariel? Moment. Seitdem sie Beine bekommen hat, wortwörtlich. Ah, da unten ist sie. Ist sie nämlich immer wieder woanders. Ich mach mal in den kurzen Weg. So, warum führt er mich jetzt hier rum? War die nicht... Oh, das müssen wir aufheben. Halloween-Süßigkeiten, die nehmen wir natürlich mit. Waren auch noch welche? Hallöchen! Hallo, wie viele gibt's denn heute? Sonst renne ich hier durch das halbe Tal und ich finde nur zwei Stück oder so. Ariel? Da ist ein Eichhörnchen im Stein gefangen. Ariel, wo bist du? Jetzt sag mir nicht, dass die weggelaufen ist. Oh. Ariel, ich nehme dir deine Beine wieder weg, wenn du nicht mal stehen bleibst. Ich freue mich so, dass du hier bist. Hallo, Gameplayerin. Oh, du siehst aus, als würdest du mit mir über etwas reden wollen. Wie kann ich helfen? Belle sucht nach etwas, das die Chroniken der Uralten heißt. Es soll auf einer Insel außerhalb des Tals versteckt sein. Und ich dachte mir, dass du uns vielleicht helfen kannst. Oh, ich würde Belle liebend gerne helfen. Lass mich überlegen. Weißt du was? Es gab auf der Insel etwas Seltsames.
etwas Glühendes, stecken geblieben hinter einigen Felsen. Ich habe nie herausgefunden, was es war, aber vielleicht ist es das, was du suchst. Danke, Ariel. Ich schaue gleich mal nach. Danke. Ja, danke auch. Benutze das Floß am schillernden Strand, um zur Insel zu kommen. Oh, ich muss meine Kürbisse schon wieder gießen. Warum, weiß ich nicht. Ich habe sie gerade erst gegossen, aber okay. Ich weiß nicht, wann das da zurückgesetzt wird. Das war doch hier das Floß, ne? Was bist du denn? Moment, ich muss mal eben einen Screenshot machen, bevor ich jetzt hier irgendwas aufhebe, was ich nicht aufheben sollte. Nee, ich kann gar nichts aufheben. Hä? Was ist denn das? Ich kann es auf jeden Fall nicht aufheben. Und es ist das Einzige. Also jetzt nicht um die Insel herum. Also glaube ich nicht, dass das von diesen Dingern hier hinter mir, von den Steinen kommt. Jetzt bin ich verwirrt. So. Hinten im Felsen eingeklemmt. Ja, was heißt das? Der Felsen da hinten im Wasser wahrscheinlich nicht, oder? Ah, hier ist was. Schwere Steine sind auf einer leuchtenden Truhe aufgetürmt. Es wird eine enorme Menge an Kraft erfordern, die Steine zu entfernen. Okay, sollen wir mal Maui fragen vielleicht? Aber ich soll erstmal zu Belle zurückkehren. Belle, wo bist du? Du solltest ja eigentlich mit mir hier in der Gegend rumwandern. Hallo Stitch, hast du Belle gesehen? Wo die ist mal wieder abgehauen, oder was? Also ich weiß nicht, warum die mit einem mitkommen können und sollen. Und dann sind sie nicht da. Also irgendwie ist das sehr seltsam programmiert. Ich meine, gut, kann natürlich sein, wenn man jetzt in eine andere Ebene irgendwie reist oder so. Aber sie ist ja vorher auch schon nicht mitgekommen. Nicht so wirklich. Bonjour. Gameplayerin, du bist wieder da. Hast du etwas auf der Insel gefunden? Ja, es gibt eine Truhe, die unter einigen Steinen steckt. Ich konnte nicht an sie herankommen. Das muss es sein, wonach wir suchen. Wir müssen nur herausfinden, wie wir sie unter den Steinen hervorholen können. Vielleicht schaffen wir es ja zu zweit, sie zu heben. Nichts kann uns aufhalten. Ich bin ganz deiner Meinung. Obwohl, Mirabelle könnten wir auch noch fragen. Sie kommt gerade. Obwohl, ich denke, wir sollten das Biest um Hilfe bitten. Ja gut, oder so, ne? Es wäre gut, wenn er uns bei unserem Abenteuer begleiten würde. Er ist sehr stark, für den Fall, dass wir das brauchen. Ich werde ihn fragen und ich werde ihm ein paar Materialien mitbringen. Vielleicht will er ein paar Werkzeuge herstellen, um uns zu helfen. Das ist eine wunderbare Idee. Dann können wir alle zusammen auf die Insel gehen. Du, das Biest, Ariel und ich. Oh, und Gameplayerin, vielleicht solltest du etwas anziehen, das schmutzig werden kann. Das könnte dein abenteuerliches Outfit sein. Auf Wiedersehen. Das ist mein abenteuerliches Outfit. Hi. Wo ist denn das Biest? Moment. Er ist hier drin. Okay. Nee, wir müssen erstmal die Sachen holen. Okay. Seile, Eisenbarren. Zwei Eisenbarren und vier Seile. Ich bin gerade überlegen. Seile müssen wir herstellen, ne? Die können wir nicht. Und ich gehe mal stark davon aus, dass ich auch keine habe. Habe ich jetzt gesagt vier Seile? Seile. Oh, ich kann nur drei herstellen. Nein. Wie stellt man nochmal Faser her? Moment, Moment, Moment. Ach, da oben. Faser. Ja, ich will eigentlich nicht fünf Faser, sondern einen, aber egal. Okay, dann gucken wir mal. Ach so. Ach ja. Ich brauche ja. Ja, ja, ja. Okay, das sind acht Stück für eins. Nein! Ich wollte doch nur rausgehen, Leute. Mann, 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 Mann. Obwohl, ich hatte ja schon fünf hergestellt. Naja, egal. Ach. Ich bin heute etwas verwirrt. Außerdem habe ich Kopfschmerzen ohne Ende. Achso, die wollte ich doch gar nicht herstellen. Die habe ich doch noch. Ah, gib die Materialien dem Biest. Ich hoffe, der ist jetzt noch da und nicht abgehauen. Vor allen Dingen habe ich ein bisschen Halsschmerzen und naja, mir geht es gar nicht gut. Aber ich wollte die Folge auf jeden Fall noch durchziehen heute. Da bist du.
Bitte schön, du weißt nicht, wofür, worum es geht, aber das erkläre ich dir gerne gleich. Danke, dass du mit mir sprichst. Was ist das alles? Nun, es ist, weil Bell Hilfe braucht. Bell, was kann ich tun? Sie will unbedingt die Chroniken der Uralten finden. Es liegt auf der Insel außerhalb des Tals. Wir brauchen deine Hilfe, um ein paar schwere Felsen zu bewegen. Ich habe dir ein paar Materialien mitgebracht, falls du etwas basteln willst, das dir hilft. Versprich mir, dass du dein Temperament unter Kontrolle hast. Ja, wenn er die Insel da auseinander nimmt, ist ja auch nicht schlimm. Glaubst du, dass du das schaffst? Ja, es hört sich so negativ an, aber bitte, bitte hört sich auch komisch an. Ich würde einfach nur sagen, so ein bisschen manipulativ, Bell würde es große Freude bereiten, wenn du uns helfen würdest. Es gibt keinen Grund zu betteln, Gameplayerin. Ich helfe dir. Und danke für die Materialien. Jetzt geh voran. Ich hoffe, wir sprechen bald wieder miteinander. Ja, ich hoffe doch, dass wir auf dem Weg dahin ein bisschen plaudern können. Also, optionale, stelle dir ein rustikales Outfit zusammen. Will ich aber nicht. Ist ja auch nur optional. Also, gehe zurück zu Ariels Insel. So. Irgendwie stehe ich... Nee, ich stehe doch richtig rum. Ich habe das Floß nur gerade nicht gesehen. Deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen irritiert. So, kommen die denn mit? Ich fahre jetzt hier alleine. Hallo? Ah. Ich wollte gerade sagen, Ariel sollte doch auch mitkommen, aber die steht da hinten. Warte mal, kann man die nehmen? Ah, sehr schön. Moment, ich muss mit dem Biest reden. Hallo. Ich bin bereit, die Steine zu versetzen. Sag mir einfach, welche ich entfernen soll. Es sind die, hinter denen etwas leuchtet. Ich sehe sie. Sieh zu, dass du und Bell zurückbleiben. So, es ist erledigt. Gut gemacht und niemand wurde zerquetscht. Danke. Ich hoffe, wir sprechen bald wieder miteinander. Ja, ja. Wir lösen jetzt nur mal erstmal ein Rätsel. Boah, wo läuft die denn jetzt hin? Dann nimmst du es doch nicht. Toll. ja. Das könnte eine Meerjungfrau sein. Das könnte auch der Zyklus von der Meerjungfrau sein. Ich habe keine Ahnung. Ich fotografiere mir das mal eben kurz ab, damit ich das nicht immer hin und her schalten muss, sondern so nebenbei mal angucken kann. Das ist auf jeden Fall Land. Das könnten die Sümpfe sein. Das sieht mir so nach Feuer aus. Ach so. Erde, Feuer. Das wird aber Wasser sein. Wasser, Wind, Erde, Feuer. Kann das sein? Das leuchtet doch auch immer noch. Wieso kann ich denn hier nichts machen? Hm. Hallo, Bell? Bonjour. Gameplayerin, ich bin so neugierig. Was steht auf der Schriftrolle? Es war eine Erinnerung. Sie zeigte mir einige Symbole. Glaubst du, sie haben etwas mit dieser Truhe zu tun? Ich habe keine Ahnung. Nun, ich muss wissen, was in der Truhe ist. Ich werde sie öffnen. Ja, lass uns das machen. Ich bin froh, dass du das auch so siehst, Gameplayerin. Ich bin gleich wieder da. Ich meine, wir könnten jetzt auch die Büchse der Pandora öffnen, ne? Davon mal abgesehen. Oh, sie ist verschlossen. Aber hier steht etwas geschrieben. Um das Geheimnis im Inneren zu lüften, muss man die verstreuten Symbole im schnellsten Gemälde aller Zeiten aufspüren. Das Leben? Nur so ein spontane... Das muss das aus der Erinnerung sein. Oh. Ich bin sicher, du hast recht. Aber was bedeutet das schnellste Gemälde aller Zeiten? Oh, ich hab's. Ich könnte meine Kamera benutzen. Sie macht ein Bild, also schätze ich, dass man es als eine Art Gemälde sehen könnte. Deine Magie verblüfft mich immer wieder, Gameplayerin. Also, mal sehen. Auf der Inschrift steht auch, das Licht des Mondes wird es besser sichtbar machen. Das erste befindet sich in der Nähe. Das erste Symbol, was ich finden muss, ist hier irgendwo in der Nähe. Und ich werde es nachts besser sehen. Ihr könnt mich doch alle mal kreuzweise. Wir haben hier gerade mitten am helllichten Tag und ich wollte die Folge morgen rausbringen. Oh, sowas hasse ich immer, ne?
Wir sollten keine Zeit damit verlieren und gleich damit beginnen, genau. Du scheust keine Herausforderung. Hm. Viel Glück, Gameplayerin. Ja. Vielen herzlichen Dank. Mache ein Foto vom ersten Symbol am Strand von Ariel. Bei einem Besuch in der Nacht ist das Symbol besser zu sehen. Ja, die Symbole kenne ich ja schon. Achso, das sind die hier. Ah, okay. Moment. Ich kann ja keine vernünftigen Symbole machen, deswegen... So, so. Moment. Mit E, genau. So. Zack. Ja. Okay. Anscheinend können wir das doch tagsüber machen. Immerhin etwas. Hallo. Du hast es geschafft, Gameplayerin. Irgendwas geschieht mit der Truhe. Sie leuchtet nun. Oh, oh. Jetzt müssten wir nur noch 3 weitere Symbole finden. Gibt es einen Hinweis, wo sie zu finden sind? Ja, in einer Nachricht heißt es, du wirst die anderen im Tal von Dreamlight finden. Eins ist in der Nähe von Wasserruinen, ein anderes unter den Augen eisiger Gipfel und das letzte findest du im dunkelsten Tal der Ländereien. Hm, das hat so überhaupt nichts mit den Symbolen zu tun, aber egal, jetzt habe ich mir die Symbole hier so schön abfotografiert. Okay, Wasserruinen, also, naja gut, das meinte ich jetzt mit den Sümpfen, ein anderes unter den Augen eisiger Gipfel. Also Sümpfe, also Wasserruine, Eis im dunkelsten Tal, das wird dann wahrscheinlich oben sein, wo die Kürbisse sind, denke ich mir mal. Könnte natürlich... Ah nee, das wäre dann wieder kein Dreamlight Valley, das wäre dann das Vergessen. Also Wasserruinen, Eis und Kürbisse. Wasserruinen, Eis und Kürbisse. Oh, und bedenke, nachts sind sie besser zu sehen. Während du nach den Symbolen suchst, werde ich das Biest bitten, die Truhe wieder in unser Heim zu bringen. Hoffentlich können wir bald Wasserruinen, Sümpfe... nee, das sind ja Sümpfe. Wasserruinen, was habe ich gesagt? Eis und... oben links hier, ich komme gar nicht drauf. Ach, steht sogar da drin. Ah, perfekt, perfekt, perfekt. Die nehmen wir noch kurz mit. Okay, dann Wasserruinen. Gehen wir mal als erstes hin. Ich hoffe, dass wir das von unten machen müssen. Aber ich gehe mal davon aus, weil da waren ja so Sümpfe eingezeichnet. So, da wäre ein Symbol. Das ist aber nicht das, was wir suchen. Die Frage ist, wo sind die Symbole drin? Die waren jetzt eben in Steinen. Achso, da ist schon wieder eins. Okay. Und jetzt sind sie auch wieder in Steinen. Oh, ich habe mein Handy ja noch an. So. Zack. Ja. Unter den Augen eisiger Gipfel. Was auch immer das jetzt heißen mag. Eisige Höhlen wären für mich die eisigen Gipfeln. Aber was die jetzt mit den Augen meinen, weiß ich nicht so genau. Oh, das nehmen wir noch mit. Ah, mit den Augen meinen die tatsächlich die Augen, so wie es aussieht. also wenn das ein Auge sein soll, obwohl es ist eigentlich gar kein Auge, oder? Ich habe keine Ahnung. Moment, da müssen wir einmal umschalten. So, zack. Speichern, ja. Und im dunkelsten Teil des Landes. Das ist hier. So macht das Ganze richtig Spaß. Nur wenn ich das jetzt wieder auf Tage verteilt machen müsste, bin ich ganz ehrlich, dann wäre ich total genervt davon. Im dunkelsten Teil des Landes. Ist denn hier irgendwo was mit... Felsen? Ah, Moment. Da ist was. Sehr schön. Zack. So, hol den Inhalt der Truhe aus dem Haus des Biests. Also ich denke mal, dass die dann hier anfangen zu leuchten, wenn es wirklich dunkel ist oder so. Oder dass es nur so, wie es jetzt ist. Das kann natürlich auch sein. So, dann aus dem Haus des Biests. Da gehen wir jetzt mal eben schnell hin. Belle, die mit mir abhängen wollte, macht ja nichts. Oh, was für ein wunderbarer Tag für ein Abenteuer. Ja, das ist toll. Ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt so eventuell noch... Moment. Nee, das kriege ich nicht hin, oder? Das kann, nee, dann rennt die weg. Das war so klar. Dann rennt die weg. Moment. Ha, so. So.
Ich weiß ja nicht, wie das hier noch gleich abgeht, ne? Vielleicht könnte man das als Coverbild benutzen oder so. So, Belle, ich habe was gefunden. Oh, ich bin drüber gelaufen. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Entschuldigung. Ich weiß aber nicht genau, was ich gefunden habe. Was habe ich denn gefunden? Ach so, das sind die Chroniken des Uralten. Okay. Ich bin so froh, dass wir uns unterhalten können. Die Chroniken des Uralten? Es sieht ein bisschen wie ein Spiegel aus, aber es ist zerbrochen. Es sieht aus wie eine Art E-Reader, also ein Gerät, das die Texte vieler Bücher enthält. Es tut mir leid, Belle, aber ich glaube, es ist kaputt. Wenn der Bildschirm funktionieren würde, könnten wir es vielleicht lesen. Im Grunde ein schicker Ziegelstein, ja, so ungefähr. Ich habe alles versucht. Oh, oh. Ich weiß, dass du das hast. Hm. Das ist ziemlich traurig. Ich wünschte, ich hätte lesen können, was darin geschrieben steht. Du wünschst es dir, ja? Ich kenne jemanden, der gerne Wünsche erfüllt. Ich werde mit der guten Fee sprechen. Ich wette, sie kann helfen. Oh, das ist wunderbar. Ja, das ist wunderbar. Dann holen wir uns auch noch die Fee zu Hilfe. Wo ist sie denn? Bei sich zu Hause. Sehr schön. Boah, ist das nah hier. Nicht weglaufen, gute Fee. Ich komme. Es war so klar. Entweder hat sie sich jetzt in einen Kürbis verwandelt oder sie ist schon wieder weg. Ach. Oder war... Oh, hat die mich jetzt erschreckt. Ich wollte gerade noch sagen, oder war die da hinten am See? Auf einmal winkt die mir so unter den Kopf. Bitte schön, liebe Fee, wir brauchen deine Hilfe. Gut, da bist du ja. Hallo, meine Liebe. Wenn du etwas auf dem Herzen hast, habe ich immer ein offenes Ohr für dich. Belle hat diesen Gegenstand gesucht. Es hieß die Chroniken der Uralten und ist... Oh ja, ich habe schon viel über diesen wunderbaren Schatz gehört. Nun, wir haben es in einem... Wie wundervoll! Belle muss so glücklich sein. Die Sache ist die, es ist kaputt. Sie ist am Boden zerstört. Oh. Auweia. Wenn ich nur einen Moment sehen könnte. Es ist das Ding, das ich dir gerade gegeben habe. Hast du? Oh, ja, natürlich hast du das. Ich habe es, richtig. Wo habe ich es denn hingetan? Ach ja, hier. Hm. Oh. Nun, das ist ziemlich seltsam. Es sieht fast aus wie ein Spiegel. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie es funktioniert. Aber ich vermute, dass es einen Riss hat. Ich bin mir sicher, dass das mit ein paar Kleinigkeiten repariert werden kann. Mal sehen. Ich brauche einige Goldbarren, Vitalis-Kristalle, Traumscherben und einen Saphir für die Verzauberung. Oh, das sind tolle Neuigkeiten. Ich hole alles. Ja. Tolle Neuigkeiten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den Saphir überhaupt habe. Weil wir haben ja einige von den Kristallen... Also von den Edelsteinen haben wir ja nur noch ganz wenig. Also nur noch einen oder gar keinen mehr von. Ah, Saphir haben wir noch. Okay, perfekt. Dann war das, glaube ich, einer, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich meine, es war einer. Und wie viele Kristalle? Ja, einer. Vitalis-Kristalle, drei. Drei. Zack. Und das sind die Traumscherben. Von denen brauche ich fünf. Zack. Und das letzte waren 10 Goldbarren. Die haben sie doch nicht mehr alle. Wo soll ich denn jetzt 10 Goldbarren herkriegen? Habe ich noch so viele? Also so oft bin ich jetzt nicht im Spiel online, dass ich da jetzt alle paar Tage bei Christoph Goldbarren kaufe. Oh ja, ich habe noch 10. Ich habe noch ein bisschen mehr als 10 sogar. Aber gut, es ist trotzdem so viel, habe ich halt auch nicht mehr. Ne? Okay, bring die Materialien zur guten Fee. Machen wir doch glatt. Wenn ich denn hier wieder rauskomme, heißt das. Hier müsste es so einen Button geben, dass man schneller aus dem Haus direkt wieder rauskommt, finde ich. So, nein, nicht weglaufen, nicht weglaufen, gute Fee. Hallo, bin hier, nicht weglaufen. Wenn die nicht wegbeamt, ist alles okay. Ist eine alte Frau, die kann ich einholen. Nein, och, was macht die denn jetzt schon wieder? Dass die mal Blumen pflücken muss, statt mit den Leuten zu reden, ne? Ich meine, das ist ja nett, vielleicht will die denen die Blumen geben, aber... Wunderbar, wir haben Glückwunsch, Gameplayerin. Wieder eine gut gelungene Arbeit. Jetzt bin ich an der Reihe, meine Magie einzusetzen. Bibidi-babidi-busch.
Bitte sehr. Es sollte jetzt so gut wie neu sein. Und auf den Kopf hat sie mir auch nochmal gehauen mit ihrem Stab. Na super. Ich hoffe, dass das, was da drin ist, Bells Träume wahr werden lässt. Jetzt lauf, meine Liebe, und bring es ihr. Okay. Wenn ich denn weiß, wo Belle ist. Ist sie noch zu Hause? Nein. Achso, da ist sie. Belle, nicht weglaufen. Ich habe alles. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Bitteschön. Sieht aus wie ein Tablet. Ich bin so froh, dass wir uns unterhalten können. Aber aus der Zukunft. Die Chroniken der Uralten. Es funktioniert. Es war gar nicht endgültig kaputt. Nein, es hat nur irgendwie geschlafen. Oh. Vielen Dank, Gameplayerin. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was darin ist. Aber als du weg warst, hatte ich eine Idee. Als ehrenamtliche Bibliothekarin des Dreamlight Bibliothek würde ich diesen Schatz niemals für mich behalten wollen. Er gehört in die Bibliothek. Das ist unglaublich großzügig von dir. Und trotzdem hat sie ihre Rolle zu ernst genommen. Das ist nett, dass du das sagst, aber es hat mir nie gehört. Es gehört allen im Dorf. Ah. Bitte lege es in der Dreamlight-Bibliothek zu den Stapeln von Büchern, damit jeder es genießen kann. Och, sie hat doch mal eben einen Fuß dafür gebastelt. Auch nicht schlecht. Ja, ja, gerne, gerne. Machen wir doch glatt. Oh, oh, da haben wir noch was, was wir noch schnell machen müssen. Bevor ich das vergesse. Einmal schnell alles einsammeln. Dankeschön, Biest. Jetzt ist Belle sogar noch schneller als ich. Die rennt hier einfach mit Vollgas an mir vorbei. So schnell, wie ich gar nicht rennen kann. Und dann, um dann sagen zu können, Edge, ich war die Erste, ne? Moment, halt, stopp, stopp, stopp. In der Nähe der Dreamlight-Bibliothek oder in der... In der Nähe. Oh, ah, okay. Dann... Machen wir das doch einfach mal hier vorne hin. Wie kann ich nochmal drehen? Doch damit. Das sieht alles irgendwie doof aus. Es sei denn, wir machen das so hier hin. So, da ist das eigentlich okay. So, kehre zu Belle zurück. Die stand doch gerade noch neben mir. Oh, Belle, dein Ernst? Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Alter, diese Frau, die musst du am besten festbinden oder so. Ne? Die rennt immer sofort weg. Ich habe die zweimal gefragt, ob sie mit mir abhängen will. Und sie sagt immer begeistert, ja, ich hänge gerne mit dir ab. Hä? Also, es geht noch weiter. Und was macht sie dann? Sie haut immer wieder ab. Ich habe dir so viel zu erzählen. Danke, Gameplayerin. Ich bin so froh, dass jeder jetzt dieses wunderbare Buch genießen kann. Du bist so eine gute Freundin. Du bist auch eine gute Freundin. Das freut mich sehr zu hören. Dank dir und den anderen Dorfbewohnern habe ich es so sehr genossen, hier zu sein. Ihr gebt mir immer das Gefühl, dazuzugehören. Ich habe wunderbare Bücher zu lesen und Menschen, mit denen ich darüber reden kann. Wir haben in der Vergangenheit schon so viele Abenteuer erlebt und du hast sogar die Suche nach meinen Erinnerungen zu meinen Abenteuern gemacht. Für all das und noch mehr möchte ich dir das hier geben. Ja, es ist auch was Weibliches bei. Es ist ein Outfit aus Herrn Ducks Laden, das genauso außergewöhnlich ist wie du. Aww. Nochmals vielen Dank, Gameplayerin. Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was unser nächstes Abenteuer sein wird. Ja, cool. Das ist doch mal klasse. Da schauen wir doch mal eben ganz kurz, wie das Ganze denn aussieht. Die Frage ist jetzt nur, unter Kleider müsste das jetzt sein, ne? Weil die anderen Kleider, die sahen jetzt nicht so super toll aus. Wo war das denn her? Das Schausteller, das sagt mir jetzt gerade gar nichts, aber das ist auch gar nicht schlecht. Das gibt es auch nochmal in Rot. Ah, hier ist das von Belle. Oha, da hat man direkt eine ganz andere Körperhaltung, wie eine echte Prinzessin. Aber nee, das, die haben halt auch diese... Sie hat bestimmt diesen Unterrock darunter, wodurch das Ganze dann so aufgeblasen wirkt. Ne? Und na, also in Wirklichkeit finde ich das so schlimm. Und wenn ich mir vorstelle, mich damit bewegen zu müssen, das sieht dann so unnatürlich aus. Das möchte ich da nicht anziehen. Aber ich habe ein wundervolles neues Buch zum Lesen. Ja, das ist toll. Aber es sieht auf jeden Fall ganz, ganz nett aus. So. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das Ganze durch habe. Und
froh, dass wir jetzt mit den Quests auch durch sind. Allerdings nur nicht deswegen, weil mir die Quests nicht gefallen, sondern weil ich noch so wahnsinnig viele andere Sachen habe, die ich aktuell noch machen muss. Ich habe mir alleine im Angebot vom Halloween jetzt, weiß ich nicht, 10, 15 Simulatoren geholt, die ich gerne auch mal zumindest antesten würde und spielen würde. Und dann suchte ich jetzt gerade noch American Truck und ich will noch ein Horror-Let's Play starten. Und ich habe gerade noch ein Point-and-Click gestartet, nämlich Secret Files 2. Also falls ihr auf Point-and-Clicks auch steht, dann schaut doch auch gerne mal da beim Let's Play vorbei. Also im Moment, es sind wieder so viele Sachen, die ich habe, die ich alle nach und nach natürlich machen möchte. Das dauert natürlich seine Zeit. Und da man ja ein Privatleben hat und noch ein geschäftliches Leben hat und noch ja, was ich jetzt dazu zählen würde und noch Geld verdienen muss natürlich, hat man da nicht ganz so viel Zeit, um das alles durchzuziehen. Aber ich halte mich auf jeden Fall ran. Und wenn das nächste Update kommt, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Ich glaube, mir wurde irgendwo auf dem letzten Video geschrieben, dass das Anfang Dezember rauskommen sollte. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich habe auch noch den 18.11. im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein Geburtsdatum war. Also, wenn ich dran denke, schreibe ich das nochmal unten drunter unter das Video. Ansonsten, ja, zur Not könnt ihr das natürlich auch googeln, beziehungsweise diejenigen unter euch, die das Spiel selber schon spielen, die können natürlich entsprechend auch nachschauen. Es gibt allerdings auch eine schlechte Nachricht. Wir haben ja vor, ich weiß nicht mal genau, wann Disney rauskam, haben wir ja sehr viel Geld dafür bezahlt. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich glaube, 39 Euro oder so hat es, meine ich, gekostet. Steinigt mich nicht, wenn es jetzt weniger gewesen ist. Ich bin mir nicht sicher. Für das Spiel selber, also für Disney Dreamlight Valley. Und jetzt soll das Ganze kostenlos gemacht werden. Was natürlich ein Schlag ins Gesicht ist für jeden, der Geld dafür bezahlt hat. Auf der anderen Seite freuen sich natürlich alle, die das Spiel noch nicht geholt haben, dass sie das Ganze kostenlos in Anführungszeichen bekommen. Die große negative Nachricht ist aber, mir wurde auch gesagt bzw. geschrieben, dass die kommenden Charakter oder vielleicht nur das nächste und nicht alle, da bin ich mir jetzt nicht sicher, dass man die kostenpflichtig bezahlen muss als DLC. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, ob ich den Rest dann auch tatsächlich weitermachen kann. Also es kommt ein bisschen drauf an, wie teuer das ist und es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wann es rauskommt. Weil vor Weihnachten habe ich grundsätzlich kein Geld, weil, ne, Weihnachtsangebote, dann muss man ja noch seine Liebsten beschenken, dafür braucht man dann auch wieder Geld und ja, also da muss ich dann mal gucken, wie ich das machen kann. Wenn ich es finanziell hinkriegen sollte, dann werde ich mir das natürlich auf jeden Fall holen, wenn es aber wahnsinnig viel kostet, also bei Disney weiß man nie, die haben ja schon viel in den Sand gesetzt in letzter Zeit, deswegen kann es natürlich sein, dass das jetzt genauso teuer wird wie das Spiel selber. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann warte ich lieber drauf, bis das Ganze im Angebot kommt. Das heißt, ihr müsst dann leider, wenn ihr es hier gucken möchtet, darauf warten, ja, bis das Angebot kommt und ich es dann entsprechend holen und auch aufnehmen kann. Und ja, es tut mir wirklich leid. Ich liebe dieses Spiel. Es ist also die ganzen Quests und alles, bis auf die, wo man Außerirdische suchen muss. Die sind mir ziemlich auf den Sack gegangen, da bin ich ganz ehrlich. Aber einfach nur deswegen, weil man dann alles abgesucht hat und dann doch nicht alle gefunden hat und dann wieder irgendwie 2 Wochen damit beschäftigt war, jeden Tag zu suchen und irgendwann dann mal 15 gefunden hat oder so. Also das war ein bisschen nervig. Ja, und diese ganzen Sachen, wo man dann sich auf eine Quest freut und voll drin ist und plötzlich, ja komm, morgen wieder. Oder wir müssen das in der Nacht machen. Ich denke so, nein. Aber ansonsten liebe ich dieses Spiel wirklich. Und ja, also ich werde auf jeden Fall weitermachen. Ich weiß halt nur, wie gesagt, noch nicht wann. Ich weiß nicht, wie es finanziell aussieht, wenn das jetzt tatsächlich kostenpflichtig nur noch rauskommt und es keine kostenlosen Updates mehr gibt. Dann habe ich halt nichts, was ich euch zeigen kann. Und es ist halt tierisch langweilig, einfach nur hier rumzulaufen und den ganzen Tag Steine zu kloppen und Blümchen zu pflücken oder sowas. Deswegen, ja, aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall weitermachen und ich freue mich natürlich auch auf die neuen Charaktere. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man nicht mit Aladdin anfängt, so wie ich es mitbekommen habe, sondern mit Jafar, also mit dem, den keiner leiden kann. Warum der jetzt als erstes kommt, ich weiß es nicht. Aber ich freue mich trotzdem drauf, weil wenn wir ihn freigeschaltet haben, dann gehe ich davon aus, dass wir auch Aladdin freischalten können. Und dann hoffe ich, dass wir auch unsere Prinzessin freischalten können.
Vielleicht sogar ihren Vater. Was auch cool wäre, wenn was war das, ein Tiger, ne? Wenn der Tiger auch mit ins Dorf kommen würde. Also ich habe so viel irgendwie, worauf ich mich jetzt freuen würde. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache jetzt hier mal einen Cut, bevor mich hier die ganzen Disney-Figuren überrennen, die mir alle gerade durchs Bild laufen. Und ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze handhabt. Habt ihr das Spiel schon oder freut ihr euch drauf, dass es kostenlos in Anführungszeichen wird? Also das Grundspiel, nicht alles. Und holt ihr euch das dann erst dann? Und wie steht ihr dazu, dass das Ganze jetzt als kostenpflichtige DLCs rauskommen soll? Ja, ich bin gespannt. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.